Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 11. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Natürlich bedeutet das etwas gerade für die Stiergeborenen. Die Wunsch nach Wahrheit, Orientierung und nach Klarheit sehen und gesehen werden. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Für die Skorpiongeborenen bedeutet das auch etwas. Materie, die materielle Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen, dann Naturverbundenheit und um die Körper achten, den Körper in Form zu bringen, Sport, Bewegung oder ein Diät zu beginnen. All sind Themen, was gerade wichtig ist bei den Skorpiongeborenen. Unserem Planet Erde bekommt heute einen Einfluss von Unukalhai. Diesem Stern Unukalhai befindet sich im Schlange. Das ist der Schlange, was der Schlangenträger im Hand hält. Aber davon gibt zwei. Die eine Schlange trägt die Heilkräuter in sich, der andere Schlange trägt die Gift in sich. Also zwei Einflüsse kommen. Das heißt nicht, dass beide trifft zu. Aber wir sollen achtsam sein, woran wir glauben oder in welche Richtung wir schauen. Weil wir sollen in die Richtung schauen, wo wir gehen. Das heißt, klare Entscheidungen treffen. Und das gilt in erster Linie die Skorpiongeborenen. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Widder. Mond kommt in Verbindung zum Chiron. Dieser Chiron ist ein Kleinplanet im Himmel und befindet sich zwischen Saturn und Uranus. Das sind die Kentauren, ein Mischwesen, halb Pferd, halb Mensch. Chiron wurde aber sehr berühmt, weil er ist der große Heiler. Hat auch der Schlangenträger natürlich unterrichtet im Heilkunst. So wurde der Schlangenträger, was nicht anderes ist als Asklepios, der himmlische Arzt, wurde von Chiron belehrt. Und heute spüren wir, was weh tut. Aber nicht, dass wir diesen Schmerz zulassen sollen, sondern das ist das Loslassen, weil das ist gleichzeitig ein Reinigungsprozess, gleichzeitig ein Heilprozess. Und Mond aktiviert diese Energie, das heißt, wir spüren, dass etwas tut weh. Und genau davon werden wir jetzt verabschieden. Es gibt einen Einfluss von Himmel, von einem Stern, und dieser Stern heißt Divda oder Baten Kaitos. Beide Namen ist bekannt. Und diesem Stern Baten Kaitos bestrahlt die heutige Mondbewegung und bestrahlt auch Chiron. Und das hat eine Aussage. Diesem Stern befindet sich im Sternbild Walfisch. Und die Geschichte kennen wir, aber ich wiederhole das nochmal. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste und sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres, und Poseidon schickte den Walfisch im Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Dieser Walfisch machte nicht das, was Poseidon befehlt hat, sondern hat seinen eigenen Kopf durchgesetzt
und nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. Andromeda wurde gefesselt. In der Nähe befand Medusa die furchterregende und Andromeda hat Angst gehabt, bis dann Perseus kam und befreite Andromeda von Angst, befreite Andromeda von diesem Fessel. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung, dass die Angst blockiert uns, macht uns unbeweglich, weil fesselt uns ins Felsen. Und wir brauchen ein Schwert, so wie Erzengel Michael hat auch ein Lichtschwert und hilft Ängste zu befreien. Und das ist unsere Aufgabe auch, angstfrei leben, damit wir etwas bewegen können in unserem Leben und auch aufatmen. Das ist die Geschichte und das ist die Bedeutung dieser Geschichte. Aber heute wirkt dieser Walfisch und es ist unangenehm. Das heißt, wir können damit rechnen, dass Einflüsse kommen von außen und jemand versucht, etwas befehlen oder uns etwas vorschreiben. Wenn wir jetzt nicht trauen, Nein zu sagen, weil wir Angst haben, dann verspüren wir diese Fessel, hält uns gefangen und das kränkt. Und genau das ist der Punkt, was Chiron aussagt. Das tut weh, das kränkt. Also wir brauchen gerade hier und jetzt eine Lösung. Nicht zulassen, dass jemand jetzt sich einmischt in unserem Leben, was uns unangenehm ist, sondern selbst die Entscheidungen treffen und welche Entscheidungen sollen wir treffen, damit wir Sicherheit und Stabilität, einen festen Boden unter unseren Füßen verspüren. Das zeigt diesem Stern Unukalhai, was unseren Planet Erde bestrahlt, in der Kreiszeichen Skorpion. Also auf diese zwei Dinge sollen wir achten. Die richtige Entscheidung treffen und mutig zu sein, in diesem Weg zu gehen. Und wenn Einflüsse kommen von außen, überlegen, ist es gut, ist es nicht gut. Und wenn das für uns nicht gut ist, dann brauchen wir keine Angst zu haben, mal Nein zu sagen. Und so befreien wir von etwas. Und dann kommt auch etwas Neues. Mars nimmt die Helligkeit zu, kommt ins Glanz. Saturn genauso. Die drei glanzvollen Sterne sind Jupiter, sowieso, dann kommt Mars und dann kommt Saturn. Saturn und Mars verstärkt die Helligkeit, wirkt auf dem Tierkreiszeichen Steinbock und die Steinbockgeborenen spüren auch diese Kraft in sich. Aber die Steinbockgeborenen vermitteln uns etwas. Zwar Ziele setzen und es auch erreichen. Und natürlich diese Kraft, diese Mars-Energie soll dabei stärken. Uranus ist zwar sichtbar, hat eine grüne Farbe. Uranus ist ein Planet mit grünen Farben, aber die Sonnenkraft, die Sonnenenergie nimmt die Licht von Uranus. Wenn wir dieses Himmelsobjekt versuchen zu beobachten, ist gerade Uranus unsichtbar, weil die Sonnenlicht werft Schatten auf Uranus. Natürlich hat das gerade auch eine Bedeutung. Uranus verkörpert die Veränderungen, die Umbrüche. Und weil gerade etwas unsichtbar ist, weil die Sonne wirft einen Schatten momentan auf diesen Uranus-Einfluss, das heißt, wir brauchen die Klarheit. Die heutigen Tag, was auch die Mondbewegung vermittelt, diese Tagesenergie durch den Mondeinfluss, vermittelt noch etwas. Es ist eine Wandlung. Etwas geht zu Ende oder wir lernen gerade etwas loslassen oder beenden und sind neue Möglichkeiten, neue Chancen und das sind angenehme Ereignisse. Wir können mit etwas Gutes rechnen, aber das ist noch unsichtbar und das ist gerade diese Wandlung. Das, was kommt, sehen wir noch nicht, aber
Da können wir vertrauen oder sollen wir vertrauen, weil das steht alles im guten Sternen. Aber damit etwas Neues kommen kann, wir sollen von Ängste befreien oder von etwas loslassen, trennen, diese negative Einflüsse uns auch wehren. Und so kommt alles in Bewegung und wir nähern wir immer näher zu unserem Zielen. Damit wir Klarheit bekommen und wir schützen uns von negativen Einflüssen oder negativen Gedanken und dass wir mehr Gespür haben zu unserem Inneren, für unsere Inspiration, Intuition, da empfehle ich heute die Halbedelstein-Amethyst. Das habe ich auch als Anhänger, das befindet sich auch in meinem Shop. Also Sie können auch gerne bestellen unter www.denderasusannamedici.com. Amethyst sollen wir mit lauwarmem fließenden Wasser entladen. Und einmal im Monat mit Hämatit auch nochmal entladen und mit Mondenergie aufladen. Bitte nicht mit Sonnenenergie, sonst verliert Amethyst die Farbe. Amethyst klärt etwas auf, nicht nur unserem Gedanken, dass wir klare Entscheidungen treffen können oder hilft bei Träumen, unseren Visionen und auch bei Meditation, sondern Amethyst klärt auch Räumlichkeiten, also sorgt für Raumenergie. Und so können wir mit diesem Halbedelstein natürlich sehr wunderbar arbeiten. Die Name Amethyst kommt von Altgriechisch und bedeutet nicht betrunken zu sein. Natürlich hat diese mythologische Geschichte dazu, der Weingott, ich glaube, die Diana war die Göttin, bin ich aber nicht sicher, verliebte sich an diesem Weingott und da war nochmal eine Nymphe und Diana hat diese Nymphe als Amethyst verwandelt und so ging das in die mythologische Geschichte ein. Aber diese nicht betrunken zu sein hat auch eine symbolische Bedeutung, dass wir klare Gedanken haben, dass wir nicht verunsichert sind, nicht betrunken sind und wir bewegen uns wie in einem Nebelzustand, sondern das klärt etwas auf und so kommt die Name Amethyst von Altgriechischen. Und wie wirkt das alles auf unserem heutigen Tag? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben dieses Bedürfnis nach Wahrheit, Klarheit, Orientierung und wahrgenommen werden. Immer noch kommt ein Einfluss von Jupiter und das sind die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Das ist wichtig, das zu klären. Vieles hängt mit Vergangenheit zusammen. In die Liebepartnerschaft kommt mehr Leichtigkeit. Auch die Gespräche, Neuigkeiten, Überraschungen sind zum Erwarten. Und was ist noch erwarten bei den Stiergeborenen? Der Planet Uranus nähert sich und in den nächsten Jahren bewegt sich dann in Tierkreiszeichen Stier. Natürlich löst vieles auch Umbrüche, Veränderungen, wird dann auch rückläufig und kehrt wieder zurück zum Tierkreiszeichen wieder. Aber dann dreht sich wieder um und kommt wieder in Tierkreiszeichen Stier. Das bedeutet, bald stehen die Stiergeborenen einigen Jahren unter Uranus-Einfluss. Keine Angst vor diesem Einfluss. Ich habe das erlebt, weil in den letzten Jahren war Uranus in Tierkreiszeichen wieder und als Wiedergeborenen stand ich natürlich auch unter Uranus-Einfluss und diese Umbrüche, Veränderungen, das in mein Leben kam, war wunderbar. Also da kann ich nur über Glück zum sprechen. Es gab Momente, wo unangenehm war, aber nachhinein betrachtet war das gut so, wie das gekommen ist. Und ich war dankbar für diese Zeit. Also das begrüßt jetzt bald die Stiergeborenen.
Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Jetzt geht alles mit Leichtigkeit voran, aber hier ist auch wichtig, Ängste loslassen, auch vorbereitet sein, dass das Neuigkeiten kommt oder Überraschung erwartet natürlich auch die Zwillingsgeborenen, eine Nachricht, eine Einladung oder ein Geschenk, aber das ist schön und angenehm. Das Einzige, was hindert, sind wirklich diese Gefühle, Zweifel oder Angst. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen wird in den nächsten Tagen etwas unbeweglich. Ein bisschen Geduld noch, bis das alles greifbar ist, sichtbar ist, bis die Ergebnis da ist. Und das passiert dann, wenn Mond übergeht in Tierkreiszeichen Stier und Neumond wird etwas bedeuten für die Krebsgeborenen. Jetzt momentan ist nicht gut etwas Neues starten, etwas Neues beginnen, sondern ein bisschen Geduld und dann kommt die Aktivität. Im Augenblick eher zurückhaltend sein, etwas vorbereiten, die Ruhe bewahren und in Kraft bleiben. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt jetzt etwas in Bewegung und die Löwengeborenen können mit vielen Ereignissen, mit Überraschungen und mit einer Nachricht rechnen und es ist schön und angenehm. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Und gerade diese Unsicherheit, Angst sollen auch die Jungfraugeborenen auch überwinden. Wichtiges Thema ist die schöpferische Kraft. Etwas in Gestalt zu bringen, entweder in Freizeit als Hobby oder als Berufung. Nicht nur das, sondern vieles wird im häuslichen Bereich verändert. So, dass die Jungfraugeborenen darum kümmern, dass zu Hause aufgeräumt ist, alles in Ordnung und nicht nur das, sondern sie verschönern etwas und da kommen die kreativen Ideen in Einsatz. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen spiegelt gerade etwas im Leben, die Veränderungen, in erster Linie die beruflichen Veränderungen. Da tut etwas weh. Und es ist wichtig, genau hinschauen, was können Sie verbessern. Und die liebe Partnerschaft kommt mehr Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist wichtig, welche Entscheidung Sie gerade treffen. Es sind mehrere Möglichkeiten und besteht die Gefahr, Falschentscheidung zu treffen. Also lieber Zeit zu lassen, überlegen und so kommt es alles in Ordnung. Also achtsam sein, welche Entscheidung wird gerade getroffen. Viele Skorpiongeborenen fühlen sich ungerecht behandelt. Sie möchten sich auch wehren, aber hier ist auch wichtig, diplomatisch zu verhandeln. Also wichtig ist im inneren Gleichgewicht bleiben. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist die wichtigste Thema, gerade die Liebe, Partnerschaft. Und jetzt haben sie wunderbare Einflüsse, eine gute Nachricht ist zum Erwarten, eine Überraschung ist zum Erwarten und kommt alles im Gleichgewicht. Aber bei den Schützengeborenen ist wichtig, nicht nur warten oder Erwartungen haben und passiv sein, sondern sie sollen auch aktiv sein und so kommt alles in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen bewegt sich Mars und bewegt sich auch Saturn, wie ich schon sagte, nimmt die Helligkeit zu und es bringt natürlich Glanz gerade bei den Steinbockgeborenen. Und die Steinbockgeborenen spiegeln etwas für anderen. Wie erreicht man die Ziele? Weil Wünsche haben wir alle. Und jetzt gerade die Energie dafür da, von vieles loslassen, verabschieden. Das tun auch die Steinbockgeborenen und damit etwas Neues kommen kann. Wir müssen das definieren, wir brauchen die Klarheit und natürlich dann in die Richtung schauen, als Ziel setzen und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen kommt mehr in Bewegung, auch die Begeisterung, auch Glück in die Liebe, Partnerschaft, auch beruflicher Aufstieg, auch Überraschungen und ein gutes Gespräch.
Bei Tierkreiszeichen Fischen geboren ist gerade etwas ruhiger, aber es ist wichtig nach innen schauen, inspirieren lassen oder auf die Intuition hören und nach Intuition handeln. Und so kommen die Fischengeborenen natürlich ins Licht und werden auch wahrgenommen und treffen die richtige Entscheidung. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen bewegt sich gerade Mond und aktiviert einiges. Was wichtig ist hier Chiron und das ist der Kleinplanet, dieser Kleinplanet, wo genau zeigt, wo weh tut. Natürlich kann das Krankheit auch sein, aber es kommt jetzt die Heilung oder eine bestimmte Situation, was kränkt. Und das sollen wir auch bereinigen. Und nicht nur das, sondern bei vielen Wiedergeborenen kommt gerade die Gedanken, im heilerischen Beruf tätig zu sein. Und das aktiviert momentan einige Wiedergeborenen. Aber ein gewisser Rückzug ist spürbar, weil wir schauen gerade in die Tiefen, obwohl vieles gerade in Bewegung kommt. Eine Überraschung, ein unerwartetes Ereignis oder eine Nachricht, was uns überrascht, ist zum Erwarten. Und das war mein Tageshoroskop. Und noch die Blitzberatung. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mail-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail und beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, Sie stellen Ihren Fragen und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Alle spätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Ein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.